Hare ist einer der größten Immobilieneigentümer Österreichs, setzt Schwerpunkte im Bereich Büro und Wohnen und Stadtquartiersentwicklung. Wir haben rund 600 Bestandsimmobilien im Portfolio. Zusätzlich haben wir viele Projekte in der Projektpipeline, also von kleinen Projekten bis hin zu ganzen Stadtteilentwicklungen. Wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich bin in der Immobilienprojektentwicklung als Projektleiterin tätig, das heißt vom Ankauf des Grundstücks der Liegenschaft bis zur Fertigstellung und Verkauf. Meine Aufgabe ist die Akquisition von Immobilienprojekten. Das machen wir entweder mit Partner oder ohne. Bei der Partnerwahl ist uns wichtig, dass ein gewisser Mehrwert geschaffen wird. Unser Standort ist in der Trabrennstraße, Kriau, U2, also sehr gut öffentlich angebunden und gleich in der Nähe vom Prater mit vielen Grünflächen. Ja, die Ausstattung ist sehr modern, also ich glaube, da bleiben keine Wünsche offen. Wir haben viele Benefits im Unternehmen. Zum einen bekommen wir Sodexo-Gutscheine, Gutscheine, die man in diversen Restaurants einlösen kann. Wir kriegen einen Verkehrsmittelzuschuss für Öffis. In der Aare wird sehr innovativ zusammengearbeitet. Wir bündeln unser Wissen und unsere Kompetenzen und schauen, dass wir gemeinsam in Richtung eines Erfolgs streben. Es gibt ein sehr vielfältiges Weiterbildungsangebot, also wir haben da eine eigene Plattform, Big Aare Intern, wo man sich Weiterbildungsmöglichkeiten und Kurse aussuchen kann. Was die Mitarbeiterfortbildung und Weiterbildung betrifft, gibt es bei uns einen internen Bildungsplan. Das geht von systemrelevanten Schulungen für Systeme, die wir im Unternehmen täglich benötigen, bis hin zu technischen, rechtlichen Themenstellungen. Wir haben regelmäßige Mitarbeiterfeste, wo wir immer wieder zusammenkommen, auch im Zusammenspiel mit der Mutterbundesimmobiliengesellschaft BIG. Wir haben einen Baby-Day, wo auch die Familien mit einbezogen werden. Was die Karrieremöglichkeiten im Unternehmen betrifft, es gibt keinen klar gezeichneten Weg. Man entwickelt sich quasi im täglichen Arbeiten und Tun. Aare steht für mich für die Entwicklung spannender Immobilienprojekte, für sehr nette Kollegen, für Sicherheit und für ein spannendes Arbeitsumfeld. In der Aare werden Entscheidungen nicht ausschließlich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen, sondern Ökologie und gesellschaftliche Verantwortung sind ein wesentlicher Teil dieser Entscheidungsfindung. Entscheidungen in einem größeren Kontext zu sehen, spricht sicherlich für die Aare.